herzlich willkommen zu einer letzten Mod-Vorstellung für den Volvo FH von Pendragon. Ihr habt es im STS-Forum angekündigt, das wird das letzte Update von diesem Volvo FH sein. Und dann wird, wird das eingestellt, also dieser Volvo von Pendragon. Deshalb genießt einfach den Mod, ladet euch den runter. Packt euch auf die Seite, weil irgendwann gibt es hier kein Update mehr. Ne? Oder jemand tut sich bereit erklären und setzt sich da nochmal dran. Aber Pendragon hat jetzt klipp und klar gesagt, das letzte Update. Und dann war's das. So, ihr habt sich natürlich den Original Volvo von STS zur Brust genommen. Und hier könnt ihr das nochmal sehen, was da alles mit dabei ist. Hier also, ne, die Spoiler und so. Gibt's hier dann auch Aero-Kit. Aero-Kit extra. Hier sieht man es noch ein bisschen mit. Da kann man hier schön auch mit der kleinen Fahrerhaus-Variante schöne Trailer fahren. Sieht dann auch cool aus mit dem Spoiler. Gefällt. Dann gibt es die, also hier nochmal ohne Spoiler. Ne? Mit Spoiler habt ihr gerade gesehen. Dann die Club Betrotter und dann die XL-Variante. Ne? Den gibt es als Low-Deck. Und dann 6x2, Liftachse und hast nicht gesehen. Eigentlich alles mit dabei. Hier auch mit, warte mal. Was ist das genau? Murawatz? Keine Ahnung, Stereophobik, was weiß ich was. Wardog, sieht man hier die Sattelplatte, wie sich verschiebt, ne? Dann gibt es ja noch eine Tandem-Variante, da könnt ihr von Fleming, könnt ihr hier sein Mod runterladen, da habt ihr hier die passenden Trailer dazu. Wenn wir Trailer sind hier keine dabei. Ne? Aber das mal so zur Info. Da könntet ihr hier auch einen Trailer hinten dranhängen, wenn gewollt, gewünscht. Dann gehen wir wieder zurück, dann die 8x4 mit Schwerlast. Dann A, B gibt es hier dann auch nochmal. Genau, das sieht halt dann so aus, ja. Fette Hütte. Wir bleiben aber bei der Clubbetrotter und dann, wir bleiben bei der 4x2. Typische Führerhauskabine. So, das ist original STS hier alles. Genauso wie das hier. Und jetzt kommen wir eigentlich am Interieur, zeige ich euch noch, klar. Da seht ihr hier gleich exklusiv bei OHA. So. Sieht auch das Lenkrad, wie das oben steht. Beim Starten des Motors kommt das Lenkrad dagegen. Den gibt es auch in der UK-Version. Standard, dann exklusiv. Aber ich nehme das von OHA. Weil es einfach dann cool ist mit dem Lenkrad. Farben gibt es hier natürlich seine verschiedenen Farben. Hier Skin auch mit DHL-Skin dabei. Dietemann Metallica-Skin und. BASF ist noch mit dabei. Sub-Zero-Skin. Und die Standard von SCS. So, ich lasse den jetzt heute hier mal. So. Dann kommen wir mal hier rundum leuchten. Das seht ihr selber, brauche ich nicht erklären. Dann gibt es eine Roofbar. Ach, da müssen wir jetzt hier wieder fast wieder das Aero-Kit dran bauen. So, Spoiler-Kit. Aero-Kit. Und dann, achso, Aero-Kit, genau. Genau, ich lasse das mal schwarz. Und jetzt kommen wir jetzt hier nochmal. Oh, Moment, sind wir hier. Dann habt ihr oben noch ein paar Slots dran. Hier, Slot, alles verslottet. Doppelslot, Dreifachslot, Fünffachslot, hier noch mit Lichtbar oder Lichtzeichen, so, Lichtbox, wie auch immer. Gibt es dann verschiedene Varianten, das ist das Original SCS. Genau, dann gucken wir mal hier, packen wir uns ein paar Protonleuchten hin. Mal gucken, wo sie sind, wo sie sich verstecken. Zack, die sehen dann schon mal ganz tief Licht aus. Dann hier packen wir uns auch ein paar Lampen rein. Gucken wir mal. Die Ember, ich liebe sie einfach, die Ember. Oh, es gibt nichts Geileres als diese Ember-Lampen. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Aber ich finde sie geil. So. Gerade, dass sie überhaupt ranpassen, wenn sie überhaupt ranpassen. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, Tröten dran zu tröten. Mal schauen, wo hier die Tröten sind. Hier sind Tröten. Ich weiß noch nicht, ob die hier passen. Ja, also einigermaßen passen sie schon. Ja, passt schon. So, sporadisch. Ist wurscht. Hier gibt es noch Lampen. Das sind die vertikalen. Die machen wir hier auch noch hin. Damit ihr seht, was man hier alles machen kann. So. So, dann sind wir schon mal so weit, ja? So, mal das so. Gleich mal so zum Anfang. Sieht schon mal ganz cool aus. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit. Kunststoff. Oh, na toll. Jetzt ist meine ganzen Lampen weg. So eine Scheiße, hätte ich fast gesagt. Das war's, ne? So. So, jetzt muss ich hier wieder. Jetzt ist mein Ding weg. Wieso das denn? Wieso das denn? Ich werde verrückt. Moment, müssen wir nur gucken. Nee, Rufbar. Rufbar 2. Hey, das sehe ich jetzt kurios hier.
So. Ralf. Das ist ja jetzt sehr kurios. Wenn ich die jetzt hier wegmache, ist er weg. Hä? Jetzt mache ich die nochmal weg. Postat. Oha. Ach so, wenn ich es original lasse, dann geht's wieder oder was? Jetzt gucken wir mal. Da scheint ein Fehler zu sein bei der lackierten beim Frontpanel. Wir gucken jetzt nochmal. Ja, gut. Also da müsst ihr dann drauf achten, wenn ihr das hier nutzt, dann dürft ihr hier vorne nicht dieses Frontpanel nehmen, dann ist nämlich eure Lichtbox hier weg. Ne? Das sieht dann wahrscheinlich ein bisschen doof aus. Jetzt muss ich natürlich alles wieder ranbauen. Seine Scheiße hier. Mit der Scheiße. So, wo ist es denn? Ja, zack. Muss ich doch wieder suchen hier. So ein Quark. So. Nochmal machen hier. So ein Käse. Aber so sieht es nun mal aus im Specht aus. So, sind die Lampen jetzt hier wieder? Weg. War klar. Muss ich wieder suchen hier. Na, wo sind sie denn? Hier sind sie. Die vertikalen Lampen. Das sind nicht die schönsten hier, diese vertikalen. Die habe ich noch nie so richtig gut gefunden. Da wird es, glaube ich, bessere geben. Aber die sind halt hier nochmal mit dabei. Dann original lackiert. Ihr gibt es in Chrom oder in Kunststoff. In dieser grünen Variante finde ich ganz cool. Oder Extended Version. Ne? Oder Extended Version 2 noch größer. Oder in dieses. Oh, Gate. Das ist aber neu. Ist das neu? Bin mir gerade nicht sicher. Gab es die vorher schon mal? Sagt mir jetzt gerade nichts. Ich lasse jetzt einfach mal. Das ist lackiert. Dann Flak DLC. Brauche ich nicht erklären. Hier dann noch lackiert. Lackiert 2. Lackiert. Plaste, Plaste, Plaste. Hier setzen wir noch ein paar Lampen dran. Die Weitbohrmarker. So. Hier setzen wir dann noch ein paar Dinger dran. Mal gucken, ob wir welche haben. Ja, ich gucke jetzt hier mal, ob die passen. Ne, siehst du, die passen nicht. Da müsst ihr die Lollis nehmen hier. Ne? So. Und auf der anderen Seite auch. Rechts. Genau. Sehen wir so aus. Hier gibt es dann noch ein Interieurlicht. Originallogo oder das Interieurlicht. Immer rot. Das ist dann das extra Panel. Das ist, ich muss mal gucken, was für eins das ist hier. Ich fange mal von hinten an hier, ne? So mit fetten Scheibenaufkleber. Scheibe offen, Scheibe zu. Mit Windfang und hast nicht gesehen. Also hier ist wirklich alles mit dabei. Ich glaube, ich lasse auch das hier. Weil hier gibt es ja vorne nämlich dann auch nochmal ein Volvo. Volvo-Zeichen drin und hast nicht. Also hier gibt es Hafenzeug. So. Ah, Moment. Extra. So. Das lasse ich jetzt mal. Dann, das ist von mir. Hier. Ach hier, guck mal, hier gibt es natürlich die Volvo-Ding. Die nutzen wir hier auch. Volvo. Wenn sie hier schon mit dabei sind, dann nehmen wir die auch. Hier auch nochmal in der Mitte. Dann muss ich mir noch einen Steinschlagschutz. Kann man auch die Rundumleuchten hernehmen von SC. Ach, hier haben wir Strobo mit dabei. Guck an. Strobo Rot. Strobo Blau. Muss man halt mögen, ne? Wurscht, dann links. Gut, lassen wir jetzt dran. So, wurscht. Hier unten habt ihr dann noch für vorne. Der Punkt ist ein bisschen doof gesetzt, weil hier unter dem LKW ist, dass man den nicht übersieht. Gibt es dann hier auch in verschiedenen Varianten. Wie man es halt hier gerade braucht, sich wünscht, vorstellt oder was immer. Genau, und dann haben wir Slots. Aber bevor wir Slots machen, machen wir oben noch schnell. Plastik, Chrom, Combo, hast nicht gesehen. Gibt es auch ganz viel, ganz viel Varianten hier. Ne? Kein Logo. Aber ihr habt die Möglichkeit, wenn das so macht, dann könnt ihr hier vorne, gibt es auch noch irgendwo das Volvo-Logo oder das ganz große, irgendwo was versteckt. Irgendwo was versteckt hier, genau. So, das Volvo-Logo dran klatschen. Oder hier in die Mitte. Geht dann hier. Genau, so sieht auf alle Fälle ganz fresh aus. Hier ein paar Symbole. Zack. Hier noch ein paar Slots. Da die Slots zur Verfügung, seht ihr selber. Ich nutze halt natürlich die Bohrmann-Marker hier noch. Dann, boah. Aber müsst ihr selber wissen. Dann gibt es hier natürlich noch ein paar Slots. Die Lampen finde ich immer ganz schön, diese Bohrstrahllampen. Der Rest ist SCS, außer diese Trucks, Frontschutzbügel oder die Pro-Variante. Die gefällt mir ganz, ganz, ganz gut. Ich glaube, die nehme ich heute. Die habe ich, glaube ich, noch nie genommen. Die finde ich schön.
Dann hier unten noch ein paar Slots, wenn man braucht, wenn man möchte, wenn man will. Da muss man jetzt hier mal gucken, wo jetzt die richtige Variante ist. Für Volvo. Das ist er nämlich nicht. Da muss man mal schauen, was für eine das ist. Vielleicht die hier oben? Nee, auch nicht. Ja, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Die hier? Auch nicht. Die unten? Auch nicht. Ja, wo ist sie denn? Auch nicht. Ich werd verrückt. Ich dachte, es war die hier. Kurios. Muss ich mal gucken. Habe ich noch andere dabei? Hier bin noch welche. Ach ja, guck an. Hier sind sie. Also dann ist es hier die untere. Die gibt es halt in weiß oder schwarz, blau oder. Alles mit dabei hier. Hier habt ihr noch ein paar Slots. Für diese Lollis. Wir haben noch Nebellampen. Wenn gewollt, ich gucken, ob die passen hier. Ja, die nehmen wir noch hier und die sehen ganz cool aus, glaube ich. Ich habe da auch noch für den Einstieg, habt ihr noch Lampen da. Schau, dass mir die Original, was haben wir hier noch für welche? Orange, weiße, rechts. Sieht er, die gefallen mir nämlich nicht. Die sind viel zu groß. Alter Verwalter. Rechts und auf der anderen Seite dann links. Ja, dann passt es schon so. Aber ihr habt auch noch Slots für Lampen und ach. Ja, es ist so viel. Es ist so viel, liebe Leute. Ich mache jetzt hier mal noch weiß rein. Wo habe ich weiß? Weiße Brommer und hier noch. Und hier auch noch weiß. So. Was ist das jetzt hier noch? Auch noch ein Slot. Kennt man sich gar nicht mehr aus hier. Dann gibt es hier natürlich noch Spoiler. Mit zusätzlichen Lampen. Dann sieht aber unten meine Nebellampen nicht mehr. Also es ist hier alles verlampt. Hier ist alles mit dabei, wirklich. Seht ihr selber. Dann haben wir hier noch, das war das hier. Zum gucken, was gibt's hier noch? Ach ja, stopp. Erst die Verkleidung. So, dann sieht man es besser. Extra. Cage. Hier ist dann alles mit dabei, ne? Da muss man einfach gucken, was einem gefällt. Extra hier noch. Quality Edition. Also mit Staukasten dazu, finde ich ganz cool. Da gibt es hier noch die. Oh, nee, das macht keinen Sinn. Stopp. Hier waren, glaube ich, mal andere Lampen mit. Ja, aber die hier ist wurscht. Die helle Double Burner klatscht mit hier und dann ist Ruhe. Im Karton. Dann haben wir noch die Ranger. Ich nehme da die extra Variante. Dann habt ihr unten noch Neonröhre. Das lasse ich aber weg. Das braucht kein Mensch hier. Sack. Standard. Custom. Oha, dann hier noch ganz viel verschiedene Möglichkeiten hier noch, ne? Sich hier alles voll zu bauen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Einfach mal so ein bisschen Standard lassen. Ich glaube, sonst habe ich immer das hier genommen. Weil da könnte ich hier nämlich noch, Moment, kann ich euch zeigen, hier diese Schmutzlappe nehmen. Ja, so. Und hier könnt ihr dann, ich nehme jetzt hier mal Lift. Custom Lift. Custom Right könnt ihr hier noch nehmen. Oder ihr baut selber Lampen an. Habt hier die ganzen Lampen zur Verfügung hier, ne? Oh ne, das ist Strobo. Strobo brauchen wir nicht. Ich mache jetzt einfach mal ein paar rote hier hin. Wo sind sie denn hier? Einfach ein paar rote. Einfach mal so, ne? Hier auch noch Lampen. Rechts und links. Ich sag mal rechts, links, viel zu groß. So. Und rechts. Wie schon gesagt, mit den Lampen kann ich nicht allzu viel anfangen. Das ist mir irgendwie ein bisschen. Die gefallen mir einfach nicht. Aber es ist Geschmackssache, ne? Muss man halt einfach so sagen. So, dann haben wir hier Zeichen. Moment, ich muss mal schon was gucken. Stopp, halt, stopp. Halt, stopp. Bleibt alles so wie es ist. Ja, jetzt passt wieder. Gut. So und so und dann fahren wir einmal 6, 7, 8. So reicht. Man könnte ja auch noch hier Lampen hinbauen, ne? Funktioniert ganz genauso. Im Interieur. Kabinen-DLC, wir machen jetzt noch Weihnachten, kurz vor Ostern. Dann hier noch, das sieht man jetzt hier natürlich nicht, weil hier so ein Schutz davor ist. Das ist das hier, das lassen wir mal. Kabinen-DLC machen wir mal bloß sporadisch. Brauche ich ja nicht erklären, wisst ihr selber. Hier habt ihr Original. Uhaha. Dann weiß ich nicht. Zack. Das oder das Dashboard hier mit Speed Limit, hast du nicht gesehen. GPS.
hier noch, dann habt ihr dann. Ach so, habe ich schon. Ein bisschen Klimpim. Wo ist mein Weihnachtshaino? Da ist er. Hier noch ein bisschen Zeitschrift zum Lesen, Lektüre. Und dann glaube ich, sind wir hier so weit durch, wenn ich mich täusche. Ne? Ach ja, Lenkrad noch? Nee, das lassen wir. Das geht dann auch nicht hier, ne? Das geht noch. Das Lenkrad lasse ich aber hier. Ich glaube, dann bin ich soweit hier durch. Check. Genau, dann sieht es soweit. Was ich noch vergessen habe, finde ich ein ganz wichtiger Punkt, ist hier nochmal der Anbaupunkt, wo ich die Lampenfeuer angebaut habe. Habt ihr hier noch die Möglichkeit, die Scheinwerfer zu ändern? Ganz vergessen. Hier, pass mal auf. Einmal Original, dann Custom. Dann geht es hier schon los. Ich mache mal das Licht an. Dann sieht man das alles ein bisschen besser. So. Extra. Dann die dunklen, die sehen ja richtig gut aus, die schwarzen. Dann hier mit Gitter noch dazu. Also gibt es richtig geile Lampen hier. Richtig geile Scheinwerfer. Also richtig cool, oder? Also da hat man eine sehr schöne Auswahl hier. So, jetzt starte ich mal den Motor. Dann passt mal hier auf, was hier passiert. Alles animiert. Vom Lenkrad bis zum Schlüssel bis da zum Navi, dass es aufgeht und zugeht. Achtung. Schöne Animation hier. Sehr, sehr, sehr schön alles. Ne? Der Sport funktioniert natürlich. Brauche ich nicht erklären. Hier unser Volvo Navi. Hätte ich mir die zwei sparen können, aber ist egal. Ist ja nur zum Testen hier. Ansonsten sehr, sehr schick hier. Kurzer Lichttest. Standlicht. Abblendlicht. Fernlicht. Tolle Sache. Auch hier die Rückleuchten, guck mal. Die wandern. Sehr schön mit den Rückleuchten, damit die so ein bisschen wandern. Ne? Hätte man so gar nicht mitbekommen, wenn ich sie nicht genommen habe hier. Sehr schön. Und Interieurlicht ist ja auch mit dabei, wie man hier leicht erkennen kann. So, dann kommen wir zum Fazit zum Volvo FH16 von Pentragon und das ist ja der Original Volvo von STS. Sehr schön, schönes Update wieder, funktioniert ohne Probleme auf der Version 1.36 und wie schon erwähnt, das ist das letzte Update von Pentragon für den Volvo, deshalb ja, müssen wir da ein paar Tränen lassen, denn wenn der Mod irgendwann nicht mehr geht, auf sagen wir mal auf der Version 37 oder 38 ETS 2, dann war es das halt, oder irgendjemand erbarmt sich und macht hier dann noch weiter. Aber ansonsten ist es die letzte Version von dem LKW. Nichtsdestotrotz, wir haben echt eine Menge mit dabei. Ich würde schon fast sagen, das ist ein Volvo Megamod, denn hier habt ihr wirklich so viel dabei. Vom Kleinführerhaus bis zum Großen ist hier alles mit dabei, von Slots, Lampen, Spoiler, Lampenbügel, ihr habt Lichtbox mit dabei, Interieurlicht, ihr habt hier ist so viel Zeug, da weißt du gar nicht, wo du anfängst und wo du am Schluss wieder aufhören sollst, ne? Bis du dein LKW mal fertig hast. Da vergeht halt noch eine gewisse Zeit.
Ja, ansonsten Tandem-Variante noch mit dabei. Low-Deck. Habe ich was vergessen? Wahrscheinlich ganz viel. Aber nichtsdestotrotz, lasst einfach einen dicken Daumen da dafür. Abo für den Kanal nicht vergessen. Und falls noch Fragen sind, einfach kommentieren oder im SCS-Forum nochmal nachhaken. Ansonsten viel Spaß damit. Und wie immer, allzeit gute Fahrt. Mach's gut, bis bald und ciao.